Hallo, willkommen zum neuen Cine-Tipp. Heute habe ich meinen ersten britischen Film bei euch. Jawohl! Und zwar A Long Way Down. Ja, hoffentlich wird es kein langer Weg nach unten, deshalb stehe ich heute, statt zu sitzen. Die ganze Handlung des Films, es dreht sich um vier Menschen, die alle vier beschlossen haben, sich selbst umzubringen. Und zwar am beliebtesten Tag des Jahres, Silvester, an dem beliebtesten Hochhaus in London. Keine Ahnung, wie der heißt, hab's vergessen. Und die Hauptrollen der vier Personen sind Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul und Imogen Potts. Alle vier haben ein Geheimnis und alle erzählen warum und wieso wollen sie heutzutage springen. Was heutzutage an dieser Nacht. Ja, und alle treffen sich auf dem Dach und dieser Zufall will nach Pierce Brosnan kommt Toni Collette, dann kommt Imogen Potts und dann kommt Aaron Paul. Und ja, weil alle da sind, will ja keiner runterspringen vom Druck und von dem Stress oder Gruppenzwang, keine Ahnung. Und dann beschließen sie sich halt alle vier zusammen die Nacht bis zum Morgen zusammen zu verbringen und dann einen neuen Pakt abzuschließen und sagen alle vier, wir legen uns um oder töten uns selbst am zweiten beliebtesten Tag des Jahres, Valentinstag. Genau. Dann unterschreiben sie alle diesen Zettel, damit sie sagen, komm, am Valentinstag bringen wir uns alle vier um, gemeinsam halten wir die Hände und springen runter vom Dach. Das heißt, sie haben nur noch 6 Wochen zusammen zu verbringen und deshalb, damit sie sicher sind, dass keiner zuvor springt oder runterspringt oder irgendwas mit sich tut, verbringen sie alle 6 zusammen einen Urlaub. Und zwar in Mallorca, natürlich Mallorca, wo sonst, wo die ganzen Deutschen sind. Aber zuvor überlegt sich Pierce Brosnan, hey, aus der Sache können wir was machen. Wir können damit Geld verdienen und sagen, komm, wir erzählen das im Fernsehen. Und alle vier haben dieselbe Geschichte, dass sie auf dem Dach waren, wollten runterspringen, aber dann kam ein Engel, sagen, komm, ihr dürft nicht springen, das Leben ist zu kurz. Nee, das Leben ist zu gut, tut es nicht, bitte springt nicht. Und tolle Sache ist, der Engel hatte die Form von Matt Damon. Ja genau, warum nicht Matt Damon? Wieso nicht? Es könnte auch irgendjemand anders sein, wie zum Beispiel Jesus oder Christian Bale oder Ashton Kutcher. Aber egal, wir hatten Matt Damon, der ähnelt ja sehr einem Engel. Ja, und in der Zeit während des Urlaubs lernen sie sich alle besser kennen und kommen sich näher und entdecken von jedem die schöne Seite und werden langsam zu Freunden. Doch dann langsam rückt ja der Termin immer näher bis zum Valentinstag und natürlich irgendwas passiert dann im Urlaub, ich will nicht viel dazu sagen, dass sich dann die Wege trennen von den vier. Also alle verabschieden sich in Bosheit und ja, und sie wissen, der Valentinstag rückt in der Nähe, wir müssen uns wieder zusammenfinden, damit keiner runterspringt, damit nie einer wieder zusammen sind, damit keiner sein Leben beendet. Ja, die Moral des Films ist halt, auch wenn man solche Gedanken hat, auch wenn es einem zurzeit voll scheiße läuft oder alles daneben oder man keine Zukunft hat oder keine Perspektive hat, man sollte einfach nicht sein Leben beenden. Das ist keine Lösung. Weil irgendwo da draußen gibt es Familie, Freunde, die dich einfach vermissen werden, wenn du diese Entscheidung machst. Also, ich hoffe, dass es da draußen irgendjemand gibt, der solche Gedanken hat, lieber nicht machen. Rede mit deiner Familie, rede mit deinen Freunden. Es ist einfach keine Lösung, Selbstmord zu machen. Wenn man mal eine Nahtoderfahrung hatte, dann sieht man halt das ganze Leben anders. Irgendwie ist alles viel bunter. Alles riecht viel besser, alles sieht viel besser aus und man merkt, das Leben ist eigentlich schön, so wie es ist. A Long Way Down ist eine typisch schwarze britische Komödie und das merkt man, weil da geht der Humor ziemlich tief und selbst in den traurigsten und dramatischsten Szenen schmeißt der Brite noch einen harten Witz, der unter der Gürtellinie geht und das mögen wir an den Briten und das liebe ich an den Briten und britische Filme sind einfach nur super toll. Die vier Darsteller spielen alle sehr toll. Pierce Brosnan spielt großartig. Aaron Paul spielt halt wieder den typischen Junkie, kann man sagen. Der hat immer wieder diese Handgesten wie bei Breaking Bad. Und die anderen, Toni Collette spielt halt eine Mutter, die einen behinderten Sohn hat. Und Imogen Potts spielt halt eine junge Partylöwin, die leider, ihr Vater ist Politiker und zuvor ist ihre große Schwester
entführt worden und niemals gefunden wurde. Man weiß nicht, man sagt, im Film sagt man auch nicht, ob sie gestorben ist oder so. Man sagt einfach nur, sie ist verschwunden. Und das lastet an ihr. Und deshalb versucht sie immer Party zu machen, um das mal zu vergessen. Ja, das war's für heute. Und die Frage, habt ihr Long Way Down gesehen? Wenn ja, schreibt's unten in die Kommentare. Und die Frage für heute ist, was ist eure lieblingsbritische Komödie? Ja, habt ihr eine? Meine, natürlich, der Klassiker. Monty Pythons Ritter der Kokosnuss. Jetzt glauben alle, oh Gott, was sind das für ein Quatsch. Guckt ihr mal den Film an, guckt ihn im Original und ihr werdet euch einen ablachen bis zum geht nicht mehr. Eure Leber, eure Nieren, alles wird explodieren vor Lachen, weil der Film ist einfach nur großartig. Und wer es nicht glaubt, bei whatsmozo.com, bei den Top 10 Komödien aller Zeiten, ist er auf Platz 1. Beste Komödie aller Zeiten und beste Komödie der 70er. Wer es nicht glaubt, Link unten zu dem whatsmozo für den Satz. Okay, das war's von mir. Bis dann mit deinem britischen Bye-bye. Cheerio!